Stefan von Schleswig. Oder hier drüben? War hier drüben beim Bergtor, glaube ich. Stefan, ich habe Neuigkeiten für euch. Kurt hat versucht, mich anzugreifen und ich musste mich verteidigen. Er ist tot und konnte mir keine Antwort geben. Und die anderen Kriegs sind sie auch tot. Ihr ältester Sohn Berthold ist jemand, dem ich voll und ganz vertraue. Er giert nicht nach meinem Besitz. Seid ihr von Sinn? Merkt ihr nicht, dass er euch jeden Moment angreifen wird? Ich schwöre euch. Er selbst denkt anders über euch als ihr über ihn. Wer seid ihr, das zu beurteilen, Stefan von Schleswig? Berthold ist für mich wie ein Bruder. Und ich habe keinen Grund, ihm zu misstrauen. Und nicht er, sondern ihr versperrt mir den Weg in meine eigene Burg. Ich vertraue ihm weit mehr als euch. Ein Jammer. Gibt es keine ausgleichende Gerechtigkeit? Ich habe einen Bruder verloren und ihr? Ich hätte vor Freude geweint, hätte ich gesehen, wie ihr gegeneinander gekämpft hättet. Ihr und eure verdammte Rechtschaffenheit. Was für ein Irrsinn ist dies? Ihr wollt es bewerkstelligen, dass ich einen so loyalen Freund hintergehe? Was für ein Abschaum seid ihr, so ein grausames Schicksal zu planen? Antwortet rasch, mein Schwert ist schnell gezogen. Ich spucke auf euch und eure Familie. Ihr habt mir einen Bruder genommen, einen Mann, von dessen Taten man sang, umgebracht von euch und eurem Bruder. Der junge Küstenkauz, um Himmels Willen, jetzt erkenne ich die schändlichen Gesichtszüge. Ich verspreche euch einen schnellen Tod, wenn ihr mir sagt, in wessen Auftrag ihr handelt. Was geht in Lahnstein vor sich? Ich verlange eine Antwort. Meint ihr, mich scheren eure Drohungen? Ich bin nicht mein Bruder. Gnade interessiert mich nicht. Nicht nach dem Unrecht, das meiner Familie widerfahren ist. Ich werde eure Qualen genießen und ihr werdet niemals herausfinden, was eurer Familie zugestoßen ist. Küstenkrauz, ihr werdet sterben, das verspreche ich euch. Dann versucht doch die Mauer hinaufzuklettern, Dummkopf. Klettert hinauf und seht, ob ihr Manns genug seid, mir gegenüberzutreten. Ha, ich weiß halt nicht, wie groß seine Armee ist. Sehen tue ich das nirgendwo. Ich würde erstmal gehen. Ich wusste, dass ihr wegrennen würdet. Ihr habt meinen Bruder kaltblütig ermordet, aber mich würdet ihr nicht so schnell los. Rentu, hey, hey, ohne Titel und Ländereien bleibt euch nur das Betteln an der Straße. Nun, jedenfalls weiß ich jetzt, was ich machen muss. Den Schurken von dem Vorposten vertreiben. Das wird nicht leicht, denn er kommandiert eine starke Armee. Ich rekrutiere besser einige meiner Vasallen. Denn alleine werde ich ihn wohl nicht besiegen können. Er hat 8 Leute. Wir sind bloß zu sechst. Was ist denn das hier? Ach so, mindestens 2 meiner Vasallen. Und die Vasallen sind ja hier drüben, die Dudes. Gehört der auch mit zu den Vasallen?
Ich freue mich, euch wiederzusehen, Heinrich. Ich werde darum bitten, den Vorposten gemeinsam anzugreifen. Ich würde euch sofort beistehen, Heinrich, doch nach Kurts Tod bin ich das älteste lebende Familienmitglied. Meine oberste Pflicht ist nun, mich um meine Familie zu kümmern. Ich habe keine Zeit, mich auf eine wilde Schlacht vorzubereiten. Und ich kann jetzt keine Risiken mehr eingehen. Stattdessen wird mich Entris vertreten. Er ist einer meiner treuesten und erfahrensten Krieger, für den ich jederzeit meine Hand ins Feuer legen würde. Ich werde ihm befehlen, sich zur Taverne des alten Lothar zu begeben und dort auf euren Befehl zum Angriff zu warten. Viel Glück euch, ich muss hier bleiben, doch mein Schwert reist im Geiste mit euch, Heinrich. Okay. Tschüss. Der wird dann hier warten. Hier hockt irgendjemand hinne. Ah ne, der ist jetzt hier reingegangen, aber es war, glaube ich, kein wirklich wertvoller Dude. Coole Waffen hat er. Wer ist denn das hier? Hermann Craig. Ich glaube, den hatte ich doch erst vor kurzem auf die Fresse gehauen, oder? Boah, nee, mit dem hatte ich geredet, aber denn seine Armee ist ja komplett im Eimer. Wer bist du? Ein Bauern. Also auf den brauche ich nicht zählen. Mit der Pille-Palle-Drecksarmee, die der hat, suche ich mir lieber jemanden, der fitter ist. Peterlein. Nee, Peterlein ist, glaube ich, auch pissig. War auch ein kompletter Unsympath. Oh, wer bist du denn? Erich Grauschild. Freundlich. Na gut, ich meine. Ich bin froh, euch gesund und munter zu sehen, Heinrich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie entsetzt ich war, wie tief meine Nachbarn gefallen sind. Sie sind über mich hergefallen wie Wölfe über einen Bären. Doch ich bin kein Bärenjunges, ich schlage zurück. Bei den Grauschitz gibt es keine Feiglinge. Der Konflikt in meinem Herrschaftsbereich muss aufhören. Ich bin in Not und muss mich auf die Hilfe meiner Vasallen verlassen können. Ich würde euch gerne helfen, doch ich bin zu beschäftigt, denn es herrscht ein interner Krieg, Heinrich. Sollen eure Vasallen wieder unter eurem Banner kämpfen, müsst ihr eure Tapferkeit unter Beweis stellen und die Dickköpfe unter ihnen besiegen. Sind mindestens zwei meiner Nachbarn besiegt, werden sich meine Leute und ich euch anschließen, Heinrich. Also den kann ich schon mal nicht fragen. Vielleicht ist der auch ein zu groß Kupferter. Hier hätten wir Gunther Reike. Schauen, ob wir Gunther Reike überzeugen können. Muss ich etwa erstmal Smalltalk machen? Na. Brauche ich da zwei Dudes mit dem gleichen Symbol über dem Kopf? Hier hinten ist doch eine Burg, die noch irgendwie eingezeichnet ist. Aber die werde ich doch bestimmt nicht übernehmen können. Einfach so. Na, hier hockt einer hinne. Mal gucken, wer hier hinne hockt. Humboldt Langgard.
Ach Leute, ich brauche nur einen, der mit mir noch in den Krieg zieht, um mir meine Burg zurückzuholen. Ich meine, ich schaffe das doch hier drüben gar nicht. Der Map ist auch keiner zu sehen. Werden zusammenreiten, so wie immer, aber diesmal sind die Zeiten schlecht. Diese Ratten sind nicht wählerisch. Sie rauben jeden Reisenden aus, den sie begegnen, und dort ihr Diebesgut in der Ruine von Burg Wenge im östlichen Wald. Am liebsten würde ich dorthin ziehen, um sie alle abzuschlachten, doch wenn sie mich sehen, rennen sie auseinander wie eine Hühnerschar. Um sie zu grillen, brauche ich einen guten Koch, jemanden wie euch. Mit Metaphern konntet ihr noch nie gut umgehen, Berthold. Hört nur zu, ich werde wie üblich dort auftauchen und die Vögel werden sich in alle Richtungen verteilen. Aber dieses Mal werdet ihr dabei sein, um sie zu fangen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, dann werden wir sogleich zur Burg Wenge reisen. Ja, geht los. Auf geht's. Liebem Star, geht los. Ich gehe hinein. Bleibt hier und passt gut auf, damit keins der Hühner entkommt. Okay. Okay. Ich sehe noch keinen. Hier kommt die erste Gruppe Flüchtender. Ich muss sie aufhalten. Wo denn? Aha. Mm-hmm.